Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wir bereiten uns jetzt aktiv auf die Saison vor, das heißt mein Kollege Benny und ich. Und wir wollen euch heute mal Einblicke in unser Training geben. Heute ist der Fokus auf der Grundlinie, das heißt wir werden heute ohne Aufschlag arbeiten und ganz normale Elfersätze spielen, sodass wir bestmöglich von der Grundlinie aus vorbereitet sind. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und Benny muss jetzt leider bluten. Jetzt geht's los, wir starten unseren Elfersatz und heute, wie gesagt, Hauptthema Arbeit von der Grundlinie, ein bisschen mehr Sicherheit, aber natürlich auch zu versuchen, für die Matchsituation den Punkt sinnvoll aufzubauen und natürlich einen guten Abschluss zu finden. Sieht schon aus der Defensive zu flach geworden, dementsprechend den Punkt verloren. In dem Moment gerade den kurzen Ball erhofft, der kurze Ball kam und dann konnte er nachgehen. Hartes Match, macht Spaß. Ähnlich wie der Tennis bei einigermaßen gutem Wetter. Ich habe schon gesehen, den Ballwechsel zweimal zu kurz, einmal zu lang. Das ist auch nicht die Schlagqualität, die ich habe. Hier. Ah nein, welche Wechsel? Sobald die Länge passt, wird es auch für den Gegner immer schwierig, dagegen was anzusetzen. Sehr gut.
der Sack. Satz gegen mich, zweiter Satz gegen Benny. Das heißt, jetzt kommen wir zur Entscheidung für Le Grand Final. U3, jetzt wird hart gehalten. Habe ich in den letzten drei oder zwei Ballwechseln das Tempo rausgenommen, doppelte Netzhöhe gespielt mit etwas mehr Länge. Ihr seht, dieser Tempowechsel verwirrt den Gegner. Ihr seid dann wieder in der Lage, mehr Punkte zu erzielen. Halt auch die Feder. Das heißt, der erste Satz war Benny noch ein bisschen wackelig, dass er ein bisschen reinkommt. Da habe ich den ersten Satz gewonnen. Der zweite Satz hat Benny dann erst stabil gespielt und ich habe ein bisschen zu übertriebenen Fehlern geneigt. Im dritten Satz war bei mir so ein bisschen die Konzentration weg. Deswegen auch da relativ leichte Fehler aus Situationen, wo eigentlich keine Fehler hingehören. Aber wir sind in der Vorbereitung, deswegen gönne ich Benny den Sieg natürlich und er hat es sich auch verdient. Geiles Match, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite, hat richtig Spaß gemacht. Bei einer hohen Fehlerquote, wie man gesehen hat, habe ich versucht, doppelte Netzhöhe zu spielen, das Tempo rauszunehmen und den Ball möglichst viel Drei zu geben. Ergebnis davon war längere Ballwechsel, man hat eine höhere Trefferzahl in den Schlägen und gewinnt damit dann auch zum Meister. Bis dahin, euer Sven und Benny.